herzlich willkommen bei der Celebrate Your Passion Show, dem Podcast rund um Berufung und erfolgreich gelebtes Seelenbusiness. Denn wahre Erfüllung und persönlicher Erfolg ist erst möglich, wenn wir unsere Berufung leben, lieben und richtig, richtig feiern. Also, schön, dass du hier bist. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich bin Heidi Marie Willmann, deine externe Inspirationsquelle, Berufungsanstachlerin und Gastgeberin. Okay, let's go. Let's celebrate our passion, und zwar gemeinsam. Hey du, herzlich willkommen bei einer neuen Celebrate Your Passion Show. Und ich bin so froh, dass du heute hier bist, denn ich bin total aufgeregt und total aus dem Häuschen, wie du schon hörst. Denn heute präsentiere ich dir tatsächlich eine Premiere, tatarata, tusch und überhaupt. Ja, tatsächlich etwas, was es in dieser Form so noch nicht gibt und was wir nun hiermit offiziell erfunden haben. Ich hatte es ja schon in einem der letzten Podcaster angeklungen oder angesprochen. Und seit heute gibt es nun den offiziellen Berufungstest. Und echt, ich bin so happy darüber. Denn ich weiß, dass genau dieses Tool, dieser Test oder dieses Quiz ganz, ganz vielen Menschen extrem dienlich sein wird auf ihrem Berufungsweg. Und genau das war und ist meine oder unsere Intention. Und ich finde, das ist total fantastisch, oder? Aber du weißt ja noch gar nicht, ob es fantastisch ist oder nicht, weil du hast es ja noch gar nicht ausprobiert. Aber ich kann dir sagen, dass es so ist. Okay, und das Ziel dieses Tests ist es nämlich, und das ist eigentlich das, um was es mir wirklich geht, Klarheit zu deiner jetzigen Berufungssituation zu bekommen, also das, damit du wirklich weißt, wo du jetzt stehst. Und Klarheit darüber, was für dich die nächsten konkreten Schritte sind, um tatsächlich erfüllt und glücklich deine Berufung zu leben, von deiner Berufung zu leben, beziehungsweise ein erfolgreiches Seelenbusiness zu haben, weil das hängt für mich alles total zusammen. Ja? Und du erhältst natürlich das Ergebnis dieses Tests, dieses Quiz, sowie eine klare Empfehlung zu deinen nächsten Schritten auf deinem Berufungsweg, und zwar tatsächlich von uns per Mail zugesandt. Das ist doch geil, oder? Also ich finde, das ist total der Hammer. Und ich muss sagen, ich freue mich riesig, dass es soweit ist, auch wenn das Ganze ziemlich herausfordernd für uns war in der Entwicklung. Nicht nur die, also einmal dieser fachliche Bereich sozusagen, das war ja mein Part, also die Inhalte zusammenzustellen, das war schon, fand ich sehr herausfordernd, weil es mal etwas ganz anderes ist, wie einen Kurs oder sowas zu kreieren. Aber es war natürlich auch eine technische Herausforderung. Und da muss ich sagen, von ganz, ganzem Herzen hier, ganz, ganz lieben Dank an meine Geschäftspartnerin Astrid, die das ganz, ganz wunderbar gelöst hat. Nach viel schweißtreibenden Aktionen. Aber wir haben das hingekriegt. Und wie gesagt, ab heute steht dir nun dieser Test zur Verfügung. Ich bin total aufgeregt. Ich rede schon total den Mist. Genau. Aber was ich gleich am Anfang sagen möchte, was dieser Test nicht ist. Es ist kein klassischer Berufstest. Also nochmal, es ist ein klarer Berufungstest. Es ist ein Test, um Klarheit darüber zu bekommen, wo du aktuell bei der Erfüllung deines Seelenplans stehst. Ja. Also, und diese Erkenntnis geht viel tiefer als sein nach dem Motto, hey, herzlichen Glückwunsch, ja, nach diesem Test bist du, ist bei dir herausgekommen, dass du der perfekte Bäcker oder so bist, ja. Nein, hier geht's um viel, viel mehr. Und weißt du, bei solchen Tests ist es auch immer so, dass vielleicht ist es auch so, dass du, ja, ich sag jetzt mal, eine Aufgabe für dein Leben geplant war, in Anführungsstrich, was es so als Beruf bisher noch gar nicht gab. Und was dann? Ja? Also solche Tests, die berücksichtigen im Grunde gar nicht deine Einzigartigkeit und nicht das, wozu du hierher gekommen bist. Vielleicht bist du sogar hierher gekommen, um durch deine Einzigartigkeit einen völlig neuen Beruf oder einen völlig neuen Berufszweig zu entwickeln letztendlich, ja. Und wie könnte der dann so ein Test letztendlich helfen? Deswegen war es mir schon immer ein Bedürfnis und das trage ich schon sehr, sehr lange mit mir herum, dieser Berufungstest. Und genau.
Und deswegen haben wir das entwickelt, und um einfach hier tiefer zu schauen und tatsächlich Klarheit für deinen Weg zu erlangen. Und ich kann nur sagen, ich feiere das so sehr. Und was mich am meisten freut, ist wirklich, dass wir hier etwas entwickelt haben, wo wir wirklich ganz, ganz vielen Menschen Klarheit zu ihrer Berufungssituation schenken können. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und deswegen möchte ich an dem Podcast auch noch ein bisschen auf Hintergrundinfos für dich eingehen. Weil das könnte nämlich auch für dich spannend sein, warum ich überhaupt diesen Test, also warum ich so scharf darauf war, das Ganze zu entwickeln, und warum wir uns tatsächlich buchstäblich den Kopf darüber zerbrochen haben, um ja so einen wertvollen und bewusstseinserweiternden Test überhaupt zu entwickeln. Und es ist natürlich so, was ich eben gesagt habe, ich möchte Menschen helfen, sie unterstützen, um mehr Klarheit zu bekommen. Aber ich fange mal ein bisschen anders an. Das soll jetzt kein ewiger Podcast werden oder ein großer Podcast, aber ein bisschen möchte ich dich da schon mehr mitnehmen. Und im Grunde ist es so, dass ich seit über 20 Jahren begleite ich Menschen auf ihrem Weg der Berufung. Und ich kann dir sagen, das war und ist ein Riesengeschenk für mich, ja. Denn aufgrund der Menschen, die ich begleite und begleiten durfte, deren Geschichten, deren Entwicklungen, war es mir immer stets ein tiefer Herzenswunsch, tatsächlich meine Angebote immer weiterzuentwickeln und um letztendlich immer besser dienen zu können. Ja? Also die Produkte, die Dienstleistungen, die du vor 10 Jahren bei mir bekommen hast, die bekommst du heute gar nicht mehr oder beziehungsweise teilweise schon, aber in weiterentwickelter Form. Und wir entwickeln uns generell immer mehr. Und das ist eigentlich auch das Spannende, ja. Und wie ich im letzten Podcast schon dargelegt habe, eine der wesentlichsten Fragen in meinem Business, die ich mir so gut wie jeden Tag stelle, ist, wie kann ich heute meiner Community und mir dienen? Und zwar in dieser Konstellation und in dieser Reihenfolge. Und genau aus dieser Frage ergibt sich nämlich der Wunsch und auch die Bereitschaft von mir, wahrhaftig zu dienen und dementsprechend auch meine Dienste stetig weiterzuentwickeln. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich dir das erzähle, um jetzt Eigenwerbung zu machen und dir zu erzählen, wie toll ich das oder wie lange ich das schon mache, darum geht es mir gar nicht. Es geht ganz einfach darum, ich will dir damit einfach bewusst machen, dass ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung und langjährigen Wirkens im Begleiten von Tausenden von Menschen haben sich immer wieder bestimmte, ich sage jetzt mal, Muster, Verhaltensweisen, herausfordernde Knackpunkte tatsächlich herauskristallisiert, die die meisten Menschen in oder auf ihrem Berufungsweg begleiten. Und das ist ein Wissen, das sehr wertvoll ist. Und da geht es nicht darum, ja, jetzt leb doch einfach mal deine Berufung, wie das viele sagen, und dann guckst du dir mal deine Stärken an, dann schaust du mal ein bisschen, meditierst mal ein bisschen, hörst ein bisschen auf deine innere Stimme und dann ist alles gut. Für mich ist das, ich kann dir sagen, weil ich mich schon so lange damit beschäftige und auch so tief da drin bin, weiß ich, dass da mehrere Punkte oder mehrere Themenbereiche zu beachten sind und wie gesagt auch mehrere Knackpunkte. Und ich möchte diese Knackpunkte aufdecken, damit es einfacher wird. Ich stehe für Einfachheit, ich stehe für Leichtigkeit und ich möchte, dass auch dieser Berufungsweg für jeden immer einfacher und leichter wird. Ja? Und nicht, dass wir dieses ewige Lange und immer wieder an dieselben Themen kommen und auch immer wieder das Gefühl haben, ich komme irgendwie nicht wirklich weiter und es erfüllt mich auch nicht, das stresst mich und so weiter. Und das ist ja ein Thema, was mich sehr beschäftigt und wo ich ja alles Mögliche sozusagen dafür tue, dass wir da rauskommen. Zum Beispiel auch in dem Weiterentwickeln des Celebrate Your Passion Work und Play Shop, dass wir einfach da den Schwerpunkt mehr auf die Leichtigkeit der Tools und Techniken gelegt haben. Aber jetzt möchte ich auf so Knackpunktthemen eingehen. Nämlich eins der wesentlichen Bereiche ist, was tatsächlich so ein Knackpunkt ist oder eine Herausforderung im Berufungsprozess, wie wir uns mit unserem Berufungsweg überhaupt beschäftigen. Die einen schauen sich ein Video an und haben tatsächlich, bumm, ja, eine super Erleuchtung. Andere schauen sich immer wieder Videos und YouTube-Videos an und kommen auf keinen grünen Zweig, ja, oder kaufen sich irgendwie das ein oder andere Buch, sind dann erst Feuer und Flamme, aber irgendwie reicht es für die Umsetzung nicht, ja. Oder andere kaufen sich den dritten, vierten, fünften Online-Kurs. Aber auch da klappt es irgendwie nicht so, dieser Switch sozusagen, das tatsächlich zu leben.
Also das Ganze umzusetzen. Oder auch Coaching-Programme, hochpreisige Coaching-Programme, Kongresse, Selbstkongresse veranstalten und so weiter. Das sind tatsächlich grundsätzlich wundervolle Wege. Also ich will nichts davon ausschließen, ja, oder auch nichts davon verteufeln. Aber, und ja, jetzt kommt das ganz, 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 ganz große Aber sind es auch die richtigen Tools, Vorgehensweisen und Techniken für dich und deinen einzigartigen Weg? Reicht es für dich wirklich, dass du ein Buch gelesen hast oder dass du dir einen Online-Kurs gekauft hast? Passt das wirklich zu dir? Ja? Und das ist nämlich die spannende Frage. Und das tun wir oft nicht. Wir lassen uns von, ich sage jetzt mal irgendwie, oft auch von dieser schnellen Nummer begeistern. Also nach dem Motto, in 8 Wochen erreichst du das und das Ziel oder dann und dann. Ganz ehrlich, bei der Berufung kann dir niemand sagen, in welchem Zeitraum du deine Berufung wirklich wahrhaftig auch in deinem beruflichen Kontext lebst. Das kannst einzig und allein du beantworten, und weil du es, nur du hast es in der Hand. Und jeder, der dir sagt, du kannst in 8 Wochen das erreichen, oder keine Ahnung, 5 Wochen, 10 Wochen, 20 Wochen, es ist völlig egal. Das stimmt einfach nicht. Es ist grundsätzlich möglich, weil es schon andere Menschen gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass es bei dir so ist. Und jeder hat ein anderes Tempo. Und wenn wir uns aber da leiten lassen von äußerlichen oder von anderen Vorgaben, da bringen wir uns echt in eine super spannende Bredouille, ja? Und also lautet ja hier, oder die Antwort ist nein, dann... Wenn das dein Weg gewesen wäre, also wenn du bisher noch nicht deine Berufung lebst und du alles Mögliche probiert hast, dann hast du höchstwahrscheinlich nicht die passende Begleitung auf deinem Berufungsweg gewählt. Und das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Ja? Also, die spannende Frage ist wohl, welche Begleitung ist die passende für dich? Und zwar jetzt. Das kann in 2 Jahren auch wieder was ganz anderes sein, aber jetzt. Ja? Wo dich wirklich, also vorausgesetzt, du willst deine Berufung leben und du willst nicht irgendwie nur mal schnell über dieses Thema drüber hinweg. Also das ist der eine Punkt, ja. Also dass wir verschiedene Arten haben, wirklich diesen Berufungsweg zu gehen. Und eine weitere Herausforderung stellt das Bewusstsein dar, wo genau ich tatsächlich, ja, in meinem Berufungsprozess ich mich überhaupt befinde. Wo stehe ich überhaupt? Und ich muss sagen, genau dieser Bereich ist eine riesengroße Quelle für Riesenstress, ja, im Berufungsprozess. Und meiner Erfahrung nach haben die meisten Menschen in diesem Prozess kein klares Bewusstsein dafür, beziehungsweise, das stimmt nicht so ganz, was ich sage, nicht, sie haben kein klares Bewusstsein. Im Grunde wissen wir es, aber wir möchten gerne an einem anderen Punkt sein. Also wir möchten gefühlt irgendwie schon weiter sein. Also wir glauben, dass das dann irgendwie weiter wäre. Deswegen, also nur mal so als Klassiker-Beispiel ist, das kommt sehr, sehr häufig vor in meiner Praxis. Ich bekomme zum Beispiel eine Mail, die sinngemäß lautet, ich habe schon alles probiert, auch ein tolles Programm, wie ich mich mit meinem Herzensbusiness, wie ich damit erfolgreich werde. Und dann kommt oft so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und was soll ich sagen, das funktioniert nicht. Das geht bei mir alles zu schnell und alles muss irgendwie hoppla die hopp gemacht werden. Und wenn ich sage, dass es nicht funktioniert bei mir, dann wird nur darauf hingewiesen, dass ich dann zum Beispiel das nach Plan machen soll oder so. Ja, aber alles in mir sträubt sich dagegen. Und dann bin ich frustriert. Ich würde ja gerne meine Berufung leben, aber vor allen Dingen auch von meiner Berufung leben. Aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Und ich glaube auch irgendwie so, ich kann das nicht oder vielleicht kann das jeder. Und dann kommen die immer so abschließend die Frage, kannst du mir irgendwie helfen? Und das ist meistens so ein bisschen verzweifelt, weil da ja schon unheimlich viel Vorarbeit in Anführungsstrichen oder unheimlich viel schon gemacht worden ist. Und ich kann nur sagen, ja, ich kann helfen. Denn der Punkt ist nicht die bösen Anbieter, die einen über den Tisch ziehen, ja, und falsche Versprechungen machen. Der Punkt ist der, dass wir uns zu diesem Programm haben verleiten lassen, obwohl wir noch keine innere Klarheit hatten, wie wir zum Beispiel, ja, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ja. Dass wir oft zum Beispiel den 4. vor dem 1. Schritt oder so machen. Und wir zum Beispiel, was so ein Klassiker ist, das muss ich echt sagen, gerade wenn wir dabei sind, erfolgreich mit unserem Seelenbusiness, Herzensbusiness zu sein, sind wir sehr gerne dazu verleitet, bevor wir diese innere Klarheit überhaupt haben, dass wir uns gerne mit Marketing-Themen beschäftigen.
Ja? Obwohl, wie gesagt, diese innere Klarheit noch nicht so da ist. Ja. Also ich bin nicht dafür, um das mal gleich zu sagen, dass wir ewig warten müssen, bis wir damit anfangen können. Aber für mich gibt es einfach so ein paar Punkte, ein paar Bereiche, wo wir einfach klären. Und für mich ist ganz klar, erst diese Innenarbeit, dann wird diese Außenarbeit viel, viel einfacher. Ja. Und wenn wir uns erlauben würden, ja, zu schauen, wo wir wirklich stehen, zum Beispiel, wenn wir erstmal damit beginnen würden, uns zu fragen, was uns daran hindert, erfolgreich von unserer Berufung zu leben, dann würde der Prozess vielleicht am Anfang zwar etwas langsamer anlaufen und gefühlt langsamer, aber es ist wirklich nur scheinbar. Aber insgesamt verkürzt sich der ganze Prozess, ja, und letztendlich auch unsere Investition, die ist nämlich insgesamt viel, viel geringer, ja, wenn wir wüssten, wo wir stehen und da ansetzen würden. Ja? Und genau hierfür haben wir den Berufungstest entwickelt, damit du dir Zeit, Frustration, Geld, den ganzen Mist sparst, damit du Klarheit zu deiner Berufungssituation erlangst und damit du glasklar weißt, was die nächsten konkreten Schritte für deinen ganz persönlichen Weg sind. Ja? Und das, was ich dir eben gesagt habe, das ist wirklich Gold wert. Und damit kannst du dir wirklich eine Menge Geld, Zeit und was ich eben gesagt habe, wirklich sparen. Ja? Und das, ich weiß, dieser Anspruch ist sehr hoch an diesem Berufungstest, aber ich glaube, dem doch ganz gut gerecht werden zu können. Aber wie gesagt, ich kann dir viel erzählen, das musst du selbst austesten. Also, wenn du dich hiervon angesprochen fühlst, ist dieser Berufungstest genau das Perfekte für dich. Denn du bekommst tatsächlich das Ergebnis dieses Testes sowie eine ganz konkrete Empfehlung zu deinem nächsten Schritt auf deinem Berufungsweg und zwar direkt in dein E-Mail-Postfach zugesandt. Ja. Dazu musst du natürlich nur auf, wir verlinken das auch in der Shownotes, aber ich sage es dir jetzt auch, auf berufungerleben.com/berufungstest gehen, also ganz einfach berufungerleben.com/berufungstest und dann geht's los, kannst du einfach diesen Fragen stellen, es ist ein zweiteiliger Test, auch da haben wir uns wirklich sehr viel Bewusstseinsarbeit steckt da dahinter und nimm dir ein bisschen Zeit. Also insgesamt würde ich sagen, brauchst du ja zwischen einer halben Stunde bis zu einer Stunde Zeit. Je nachdem, wobei ich finde, wenn man diesen Test macht, kann man ihn ruhig relativ spontan machen und jetzt nicht so sehr extrem in die Tiefe gehen oder suchen danach nach den Antworten, sondern spüren, was da jetzt an Antworten hochkommt. Ja, du kannst den Test natürlich gerne auch nochmal zum späteren Zeitpunkt nach ein paar Monaten wieder machen und da mag sich dieses Thema auch schon oder im Bewusstsein auch da schon einiges verändert haben. Genau. Also, wenn du bereit bist, wirklich herauszufinden, wo du gerade stehst und wie es weitergehen soll, dann weißt du, was du jetzt zu tun hast, ja? Also, auch in den Shownotes findest du die Verlinkung und ey, ich bin total gespannt auf dein Feedback, wie dir der Test gefallen hat, vor allen Dingen, wie er dir geholfen hat, welche Erkenntnisse konntest du tatsächlich daraus ziehen und was kannst du mit den Antworten oder mit dem Ergebnis anfangen? Also, nochmal, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und ich hoffe, dass ihr mir einfach die Antworten mit teilt und wenn es dich genauso begeistert, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Test an Interessierte weiterschickst. Der ist kostenfrei. Also wir stellen den wirklich als Geschenk für die Allgemeinheit zur Verfügung, ja, und schick ihn weiter an deine E-Mail-Liste, an deine Facebook-Freunde, auf deinem Instagram-Account, mach ein Video darüber, wenn du magst und so weiter. Teile, wo immer auch du kannst, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zum Thema Berufung, dass wir da immer mehr Bewusstsein bekommen, wo wir stehen, was wir als nächsten Schritt tun können. Und es ist egal, wie viel du dich schon mit dem Thema Berufung beschäftigt hast. Er kann dir so oder so einfach ist er einfach bewusstseinserweitern. Und wie gesagt, diese Klarheit auch nochmal. Und die ist, ja, mit Geld eigentlich nicht zu bezahlen. Und wenn du das machst, wenn du das irgendwie weiterleitest und so weiter, oder irgendwie auf Social Media teilst, dann mach einfach den Hashtag Berufungstest sage. Also Hashtag Berufungstest. Und können wir damit wirklich so eine richtig geile Welle auslösen. Und was ich auch noch spannend finde, ich bin ja diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, vor allen Dingen in den Stories. Ich liebe ja die Insta-Stories. Und vielleicht magst du auch so eine kleine Story dazu machen und uns auch mitteilen, welcher Berufungstyp du bist. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Berufungstypen, das wirst du dann beim Ergebnis sehen. Und mich würde wirklich interessieren, wo die meisten stehen. Also ich habe schon so eine Ahnung prozentual gesehen, aber ich bin mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Also
gerne in den Stories, was für ein Berufungstyp du bist und auch eben wieder mit dem Hashtag Berufungstest und Berufungstyp. Also auch Hashtag Berufungstyp dann. Genau, tja, was soll ich jetzt noch sagen? Los, geh, guck auf berufungerleben.com/Berufungstest. Ihr seht, ich bin so aufgeregt und voller Vorfreude und ich bin echt gespannt, weil jetzt sitze ich noch hier vor meinem Podcasting hier und noch ist nichts passiert, aber ich bin so gespannt und freue mich total darauf. Genau, also, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig zu sagen wie, viel Spaß damit, wundervolle Erkenntnisse, Klarheit und ja, bis bald. Und hey, vergiss nicht, celebrate your passion, denn die Welt braucht dich und dein einzigartiges Licht. Ich grüße dich von Herz zu Herz und umarme dich und freue mich auf unser gemeinsames Wirken. Also, bis dann, ciao. Hey du, und wie hat dir dieser Podcast gefallen? Hat er dich inspiriert? Hat er dir geholfen? Ich bin echt richtig, richtig neugierig und freue mich riesig auf dein Feedback. Denn durch dein Feedback inspirierst du nicht nur mich, sondern auch noch ganz, ganz viele andere Menschen, sich auch in das Berufungsabenteuer zu stürzen. Und je mehr Berufungsinfizierte, desto besser, oder? Okay, also wenn du keine Folge verpassen möchtest, lohnt es sich natürlich auch, den Podcast zu abonnieren. Und wenn du nun noch mehr hiervon möchtest, vor allen Dingen deine Berufung finden und sie echt feiern möchtest, dass du bereit dazu bist, dann empfehle ich dir unseren Celebrate Your Passion Playshop. Denn dieser Workshop ist im Grunde tatsächlich mehr ein Playshop als ein Workshop. Und hier ist alles darauf ausgerichtet, freudvoll und nachhaltig unsere Berufung zu finden und sie, wie gesagt, zu feiern. Denn Berufung und oder Seelenbusiness darf nämlich einfach sein. Und es ist egal, ob in der Entstehung deiner Berufung, deines Seelenbusiness, der Entwicklung oder dem Leben dieser. Ganz nach dem Motto Play Hard, Work Smart. Okay, also bereit für den leichten und freudvollen Weg? Wirklich? Wirklich? Du erlaubst es dir wirklich, dass es einfach sein darf? Okay, dann melde dich gleich zu der 90-tägigen Transformationsreise an und dann heißt es gemeinsam Celebrate Our Passion. Ich freue mich riesig, wenn du auch mit am Start bist. Außerdem freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns bei YouTube, Instagram und meiner Facebook-Berufungsgruppe connecten. In den Shownotes findest du alle Links dazu. Also, bis bald und alles Liebe für dich und vergiss nicht, let's celebrate your passion.